Der Nils auf so. Der langen Reise ins Nirgendwo. Genau, jetzt müssen wir aber mal gucken, ob da jemand nicht zum Spiel. Ey, das sieht von hier oben voll geil aus, wie du durch die Wälder rennst. Hallo. 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 Okay, gut, reicht. Moin. Moin. Was geht? Moin. Der gute Nils. Liebe Survival-Zocker. Nils hat immer noch kein Skin, fällt mir gerade mal auf. Sophie. Ich habe immer noch kein Skin. Ich bin praktisch der Mann ohne Gesicht. Nein, ich bin Olaf. Ich habe einen Bart. Ich bin Olaf. Du bist Olaf. Ja, wir haben den Server gewechselt, weil Gommel zu voll ist. Wir haben, Amuri fragt, ob anybody Riem will. Er meint wahrscheinlich Team. Ich bin schlecht. Von der Uschi bis Matthias zur Muschi sagt, bis zum Sack. Oh mein Gott, der Satz ist voll schlecht. Ja. Von der Uschi bis zur Muschi bis zum Sack, zack, zack. Das ist echt ganz, ganz schlecht. Weil der Falt ist auch noch. Naja, egal. Kennst du das Spiel? Ach, guck mal, ich krieg eine Teamanfrage hier. Wille will mit mir in ein Team. Nein. Wenn die oder der wüsste, wie ich spiele, wird das nicht so fragen. Oh, ich habe ein Schwert bekommen. Komm mit. Hier. Warte, oh, da. Oh, oh, da. Ich hoffe, ich schaffe das. Okay, lauf. Jo, ich hab's geschafft. Ich muss das Dings mal ausrüsten. Alter, wo bin ich denn hingefallen? Du bist... Ich glaube, du bist runtergefallen, oder? Ich bin runtergefallen. Bist du tot? Ja, ja, ich bin tot. Du bist... Ich bin doch auch da drüber gelaufen. Ja, aber du bist bestimmt nicht auf die Plattform. Du bist wahrscheinlich natürlich zu früh hochgesprungen. Es hat auch Klick gemacht. Ja! Oh, der das gute Nils. Das war mein kurzer, spektakulärer Auftritt. So, meine Damen und Herren. Das war's mal wieder mit einer Folge Survival Games. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Den Link vom Nils gibt's auch in der... Ja, okay, auf welchen Server gehen wir jetzt? Hier. Ich spiele die Runde jetzt noch zu Ende. Du spielst die Runde zu Ende, ich nasch dabei und guck Fußball. Deutschland liegt 1-0 hinten, Polen führt. 64. Minute. Scheiß Polacken, ne? Kurva, Mann. Ja. Oh. Die Spieler sind auch mit den Spielern, also die polnischen Spieler sind mit den Autos der deutschen Spieler zum Spiel gefahren. Da hätte ich mir denken können, ne? Und deswegen ist die Nationalmannschaft mit dem Bus gefahren. Naja. Das ist, Blizzard, where are you? Hier sind einfach mal alle Kisten schon leer. Das gibt's nicht. Oh. Die PlayStation läuft noch fröhlich im Hintergrund. Ich hatte Bock auf Ghosts für 10 Sekunden. Dann habe ich den Controller an die Wand geschmissen und habe wieder aufgehört. Verständlich, oder? Ja, jetzt liegt da irgendein Deutscher gerade am Boden. Na, endlich mal was Spannendes. Geprügelt von Lewandowski. Wer ist denn das? Kramer. Von hinten Lewandowski bei ihm. Wow, ich hab verloren. Wie viel Leben hat er noch? So, wir kommen zurück zur Runde 2. Genau, mal kurzer Cut gemacht. Weil einfach nur die Wartezeit so zu lange dauert. Überdurchschnittlich lang sind auf dem Server. Weil man hier eine Minute wartet, bis es losgeht und man dabei einschlafen könnte. Ja, tu ich auch gleich. Seht in mein Gesicht, mein Name ist Olaf. Ich habe ein Problem. Ja, du hast einen Bart, du solltest dich mal rasieren. Nein, das Problem bist du. Nee. Und die Tatsache, dass ich in Folge 17 war, das glaube ich, in dir war und ich damit immer noch nicht leben kann. Deswegen gucke ich wieder woanders hin. Okay. Ich guck mal, ob hier heiße Chicks sind. Hier ist Hoodie Booty. Hoodie Fluffy Booty. Puffy. Ja, kommt ein Schwarzer, mit. Ohne das rassistisch zu meinen, steht da neben uns. The ist das Man in Black? Das ist Ian Ramsey. Das ist ein Enderman-Skin. Enderman, Slenderman, der hat einen Anzug an. Okay, Black. Gut. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab's verpasst. Und umdrehen. Und hier in den Tunnel. Hier ist gleich eine Truhe. Am besten nicht ins Wasser. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ihr müsst... Ach ja, hier gibt's übrigens keine Spawn Protection. Das heißt, du kannst sie direkt bei den Kisten in die Fresse schlagen. Echt? Ja. Das hättest du mir mal sagen sollen.
Nein. Nein. Hier müssten irgendwo Kisten sein, das weiß ich. Ich habe die Vergewaltigungshose an. Hier ist eine. Wow. 8 Weizen und ein Pilz. Damit können wir bestimmt was anfangen. Ja, wir vergiften die einfach. Im heutigen Selbstverteidigungskurs lernen wir Menschen ersticken durch Weizen und Pilze in den Arsch. Ich kann übrigens hier hinten nichts sehen und ich schwimme hier gerade irgendwie blind. Ich habe TNT. Du und hast ein TNT. Goldschwert. Das ist natürlich sexy. Hast du noch was, womit ich mich hier erinnere? Ich habe Gesundheit. Nö, ich habe gar nichts eigentlich noch. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit zu essen, aber das bringt dir ja nichts. Wir könnten das TNT hier irgendwo deponieren und hier warten. Nein, das geht automatisch hoch, wenn du es legst. PvP und so. Ach ja. Ah, hier können wir raus. Lass mal hier hoch. Mal gucken, was hier so ist. Wir gehen Hallo? Hier mal hoch. Hallo? Hallo? Komm, ganz sneaky. Sneaky? Wir kommen aus der Erde gekrochen. Sneaky. Sneaky. Okay, gut. Hier ist der Elbtunnel zu unserer Linken. Ja, ich sehe schon. Der ist schon wieder eingestellt. Oh, hier ist eine Truhe. Er ist noch nicht fertig. Ist da was für mich drin? Nee, hier waren schon welche und haben alles ausgenommen. Hinter dir! Boah! Ich bin tot. Ich habe ihn getötet. Ich suche dich. Da ist Nils Krüger. Nils Krüger. Wupp, wupp, wupp. Lauf. Er hat einen Bogen. Lauf. Nigger, 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 nigger. Lauf. So. Ich guck mich mal ein bisschen um. Die Luft ist rein. Und er hatte ganz viel Essen. Wow. Wie gesagt, ich habe die Karotte des Todes übrigens dabei. Die goldene Karotte? Wie geht denn das mit dem Bogen eigentlich, sag mal? Wieso, hast du Pfeile? Ach, verdammt. Ja, dann bringt dir das nichts, dann würde ich das Schwert nehmen. da vor dir ist einer, geradeaus durch, töt. Ah! Emma the Canadian. Oh mein Gott, das ist eine Kanadierin. Töte sie! Sie ist hier. Achso, du siehst mich ja gar nicht. Sie ist in dem roten Haus. Hinter dir ist einer. Renn! Wenn du linke und rechte Maustaste fast gleichzeitig drückst, machst du einen Schlag und blockst dann fast gleichzeitig. Dann kriegst du weniger Schaden. Das ist Hoodie Broody. Töte ihn. Alter, dieser Fight. So spannend. Hoodie Broody rennt weg. Doch Nils verfolgt. Und er dreht um. Oh mein Gott, der kassiert ja nur von dir, oder? Oh mein Gott, ja! Nils. Du bist PvP-Master. Ich beneide dich. Hier im roten Haus ist die. Hier ist eine Truhe. Ja, die steht hier in der Ecke. Wenn du links, da, jetzt rennt sie raus. Sieh durch die Tür raus. Wieso hat sie sich versteckt? Ist sie behindert? Und dann hat sie nicht mal gesneakt, weil du konntest ihren Namen sehen. Völlig bescheuert. Sie ist in der Mitte. Geradeaus durch ist die Mitte von dir. Sie ist bei den Kisten. Hä, wo ist sie hin? Hä? Da drüben ist sie. Hier rechts die Leiter hochgehen. Also vor dir die Leiter hochgehen. Nee, geh durch den Tunnel. Hier links. Da durch. Nein, weiter. Nein. Egal. Okay. Egal, du kriegst sie. So, und jetzt? Rechts. Über die große Wiese. Ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Hier rechts ist eine Truhe, hier ist eine Truhe, geradeaus durch, hinter dir ist eine Truhe, rechts, bei dem Baum. Kannst du nicht mit dem Schwert öffnen. Nein, du musst einfach nur die Waffe wechseln. Oh, hier sind Pfeile bei. Gut. Ich bin so dein unsichtbarer Bodyguard, ne? Was wird eigentlich mehr hier? Chain, Chestplatte, was sind das eigentlich? Ist das Kette? Ja, ne? Hier. Kettenhemd. Würde ich anziehen, wenn ich will. Macht das mehr als Gold? Ja, ich glaub schon. Ich würde zugehen. Egal, wir probieren das mit Gold. Gut. Das wird heute mal ein Live-Commentary aus der Vogelperspektive. Ich glaube F2 war das. Nee, das war Screenshot. F1, genau. Jetzt sind meine Stats nämlich auch. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt bin ich nur noch eine fliegende Kamera. Machen wir das so. Ja! Ja, bei den Hangars sind auch Kisten, wenn du geradeaus durchgehst. Wenn du letztes gedrückt lässt, bist du schneller beim Sprinten. Genau. So, warte, ich guck kurz die Hangars durch. Da ist keine Truhe drin.
Hier oben ist eine Truhe. Dazwischen. Kommst du über den Zaun rüber? Warte, nein. Zurück. Raus. Mann, hier ist auch eine. Da ist aber leer. Okay, gehen wir zurück. Gehen wir jetzt nach rechts. Und jetzt gleich wieder rechts zwischen den Hangars direkt. Da ist eine Truhe. Ja, ist gut was drin gewesen. Haben sie übersehen, die Hurensöhne. Hier rechts ist auch, hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Truhen. Hier? Nein, im letzten Hangar, wo du noch nicht drin warst. Aber ich glaube, die sind alle ausgesammelt, wenn die mittlere schon leer war. Ausgesammelt? Ausgesammelt. Ausgeleert, ausgeraubt. Ach echt? Guck mal, hier auf den Leuchtdingern ist auch eine Kiste. Wie soll man da rankommen? Da ist nix. Ja, dann sind die alle leer. Da ist noch ein Pilz. Schade, ich kann den Knopf nicht aktivieren. Weil du bist eigentlich in der Falle drin, ne? Warte, echt? Hier links von dir ist ein Knopf. Links, hinter dir. Auf der anderen Seite. Hier ist ein Knopf. Nein, außerhalb. Drück mal auf den Knopf da. Da passiert nichts. Nochmal. Du kommst nicht raus und verbrennst. Ja. Das ist die Trap. Okay, wenn du jetzt noch Richtung Landebahn gehst, am Ende der Landebahn sind so vier Balken, vier Fackeldinger, da oben ist auch noch eine Kiste drauf. Musst du einfach springen und rechtsklicken, wenn du da nicht ankommst. So. Apfel. Mann. Das war dein erste Sahne Vogelperspektiven-Commentary. Der Nils auf so. Der langen Reise ins Nirgendwo. Genau, jetzt müssen wir aber mal gucken, ob da jemand nicht zum Spiel. Ey, das sieht von hier oben voll geil aus, wie du durch die Wälder rennst. Das mache ich, glaube ich, als Intro. Dam, da, dam, 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 da, dam, 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 nicht in das Loch gehen. Dum, da, dum. So, jetzt habe ich mal eine Infosequenz mit diesem Dum-dum-dum. Links von dir eine Truhe unterm Auto. Ach nee, habe ich vertan, tut mir leid. Das ist ein Reifen. Drin ist auch nichts. Wow. Kann das denn so schwer sein? Geh mal in die Mitte, die Kisten. Es sind auch noch ein paar über. Wo geht's denn überhaupt zur Mitte? Wo bist du? Ach, warte mal, ich loggen muss hier. Ah, wenn du jetzt rechts gehst, kommst du zur Mitte. Rechts, ne? Ja. Ja. So, dann gehst du immer geradeaus und dann müsstest du sie schon sehen. Weil die Kisten müssen bald aufgefüllt werden, denke ich mal. Und ich meine, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Einer mit Eisenrüstung, oh mein Gott! Der verarscht dich. Der will dich ficken. Nein! Toll, dafür haben wir jetzt 10 Minuten verschwendet. Okay, gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, die lange Reise des Nils Krüger ist vorbei. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? 17 jetzt. Also, die 2 Minuten, die wir im Server gesucht haben. Das ist doch gut. Schneide ich raus. So. Ja, wie gesagt, die lange Reise des Nils Krügers ist vorbei. Er ist letztendlich leider an Hungersnot gestorben und hat sich genau, das Bein gebrochen. Ja, nächstes Mal geht's weiter. Sieh zu, wie ich den glorreichen Aufstieg von mir und den tiefen Fall der Lucky Potato. Den tiefen Fall. In die Tiefen des Anus. Okay, genau. Gut. Dann Daumen hoch nicht vergessen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.